Flügel fahren. Ja, ist okay. Warte, ich möchte noch vor die Stadt fahren. Ungefähr, ja, bis zur nächsten Kurve. Marke auf der Karte gesetzt Alles und da klar. können wir dann, besprechen wir mal das Vorgehen. Okay. Alle Mann an Bord? Ja, nee. Nee, er kommt noch. Wir halten jetzt Gute. noch kurz auf der Höhe von dem Fahrzeug und du zerschießt mit dem 50er bitte mal ein, zwei Reifen von dem, dass sie das nicht nochmal verwenden können. Okay. Wie gesagt, das Fahrzeug ist komplett ungefährlich. Da ist kein MG oder sonstiges drin. Ja, verstanden. Wir machen es trotzdem unschädlich. Alles klar. Bleib verstanden. Stehen. Jo. Passt schon. Ja, ist abgeschlossen. So, wir fahren jetzt vor bis zur nächsten Kreuz, bis zur nächsten Biegung. Dort absetzen, Lage sondieren und weiteres Vorgehen besprechen. Wir fahren einfach mal mit Kurve. Jetzt kriegt hier hinter uns alles Mögliche. So, dann machst du jetzt mal Stopp. Also fahr auf die Seite hier. Ja, fahr auf die Anhöhe mal hoch, dass wir ein bisschen was sehen. Da einfach auf den Hügel mal hoch, mal sehen, gucken, was da ist. Oder mich dann hinter dem Baum so, stopp, platzieren stopp, wollen. Stopp, schon stehen. Es ist kein Kontakt, also. Man kann nie wissen, das kommt wieder RPG geflogen. ich sehe ja, also ist gerade, warte mal, da ist was. Keine Wärmequelle, ist schon wieder weg, könnte aber auch ein Hase gewesen sein. Oder was? So. Gut, soweit keine Kontakte. Die Frage, wollt ihr Sniper-Trupp eher nach rechts oder nach links? Dann gehen wir nach links. Jo, links. Dann sehen Sie das Haus auf 130, einsames weißes Haus. Dort in der Nähe mal Stellung aufbauen und Lage sondieren. Eventuell Feinde rückmelden. Moment, Kontakt im Dorf. Scheint aber Zivilist zu sein. Ja, ist Zivilist auf 180. Yep. Ja. Bestätigt. Nehmt euren Strider-Vater mal rüber und sagt uns durch, was ihr so seht. Alles klar. Ja, wird gemacht. So, sobald die in Stellung sind, fahren wir dann langsam mal zum Ortseingang. Alles klar. Dort warten wir dann, setzen ab und schauen mal ein bisschen durch. Also wir haben in Syrte eine Kirche und eine Tankstelle. Und unser Ziel befindet sich nach der Straße, also weiter auf dieser Straße nach der Ortschaft auf der linken Seite. Es müsste ein einsames Gebäude sein. Sagen, ich hab das falsche Ding dabei hier, das falsche Ende auf. Warte mal. Detox, ich hatte Fernglas. Warte, APG. APG Feuer. Rifleman, 100 meters right. Weiß nicht von wo. 3, regroup. Hinter uns, hinter uns, ich sehe es. Kontakt hinter uns auf 10 Grad. Weitere Straßensperre. Ein Schütze ans 50er. 54er, ja. Fuck. Enemy spotted. Sehe ich Kontakt. 400 meters right. Die mich so schnell sehen, ey. Grid 1, 4, 6, 1, 6, 6, waiting. Helicopter, Grid 1, 4, 6, 1, 6, 6. 5, regroup, 2, regroup. Bin auch erwischt worden. Ja, verdammt. Ja, keine Ahnung, hast du Bock auf AC-130? Nö. Okay. Grid 1, 4, 6, 1, 6, Scheiße. Technical. Grid 1, 4, 5. 1, 6, 6. Wo haben die denn plötzlich geschossen, ey? Grid 1, 4, 8. 1, 6, 8. 3, fall back. Grid 1, 4, 6. 1, 6, 7. Ready. Soldier. Grid 0, 8, 7, 1, 8, 7. Ja, dann schlage ich diesmal vor, ein Strider und ein Schützenpanzer. Wenn die so bewaffnet da sind, mit Straßensperren. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, da waren Hinterhalt. Nee, die haben einfach hinter uns geparkt.
Aber die schießen halt, ich verstehe es echt nicht, die Bots sind auf Regular eingestellt. Ja, da muss man hinleiten, wissen, da steht sogar ein MK30 HMG. Geschütz. Also das muss eine Stellung gewesen sein. Ja, das Geschütz dann hat weggeblasen. Ich finde es halt genial, wie die immer treffen, die Bots, das, wo sie auf Regular stehen. Ja gut, die sind halt nicht schlecht. Ich habe mich halt auch mitten auf einen offenen Hügel gelegt. Also. Ja, egal. So, es lebt noch Werft drüben. Ja, es scheinen noch welche zu leben, ja. Ich versuche mal auf langen Kreis. Ach ja. Ahnung, schreibt er jetzt nicht. Punkt 3, Enter. Verbleibende Trupp kommen. Ich glaube, du hast Kurzstrecke benutzt, weil ich hab's nämlich auch gehört. 2. Return to formation. Wer lebt denn dann noch? Niklas und Kevin. Dschungel. Kevin. Also. Westlicher Trupp, bitte kommen. Ja, westlicher Trupp hier. Frage, benötigen Sie Artillerieunterstützung? Kommen. Negativ, wir haben soweit alle Feindkontakte ausgeschaltet. Verstanden, Verstärkung ist auf dem Weg. Kommen. Okay, was nehmen wir? Sucht dir was aus. Etwas, was schnell ist, weil wenn sie Verstärkung wollen. Ja, Strider ist am schnellsten eigentlich. Oder wir fliegen. Ja, oh, wir fliegen mit dem Hummingbird. Ja, okay. Nehmen wir ein Hummingbird einfach. Hummingbird? Wer will? Lukas, ich verstehe dich nicht. Keine Ahnung, wer ist denn der beste Pilot von uns? Nehmen wir den unbewaffneten Humming. Jo, und wer fliegt? Ja, wer kann denn fliegen von uns, ist die Frage. Kann fliegen und landen, aber... Regroup. Ja, dann flieg du. Ich bin... Naja, ich kann's aber halt nur mit Autohover. Ja, ich lande meistens auch mit Autohover, wenn's... aber ich kann auch ohne. Ja, egal, dann... Ja, damit habe ich das MG3 nicht dabei, ey. Das wäre jetzt geil. 3! Regroup! Gehst du noch schnell holen. Ach, scheiß drauf. Hätten wir nicht eine AT-130 nehmen können? Ja, aber wir wollen ja wieder aufschauen. Warte mal. Wiederholen Sie bitte. Wir bräuchten hier am besten dringend Verstärkung. Wir haben mehrere Ziele bekämpft, aber wir wissen nicht, ob da vielleicht noch mehr kommt. Wir bräuchten dringend mehr Truppen. Wir sind nur noch zwei hier. Ja, verstanden. Verstärkung ist in Form von Airborne-Einheiten unterwegs kommen. Alles klar, danke. Hier drin musst du funken, sonst hören wir nichts. Ja, jetzt fliegen wir hier. Wenn wir auch das hätte, Morello noch sein Gewehr in der Hand. Sagt er mir das aus, als hätte Morello noch sein Gewehr in der Hand. Von der halten Hände her. Stimmt, sieht bei mir auch so aus. Sieht bei mir gerade aus der Lücke raus. Also die linke Hand schwarz überall hingehalten. Wir sind hier in der Situation, Mensch. Ganz wahnsinnig. Und schein, wir gehen in den Landeanflug. Fall back! Kannst auch mit Auto aber landen. Ja, mach ich ja jetzt. Aber das ist hier schräg, dass ich kurz langsamer.
So, steigt ihr schon mal aus. Return to formation. Verstärkung. Meldung, Verstärkung ist da. Okay. Jawohl. So. Sind wir wieder da. Jo. So, dann einmal Lagebericht bitte. Also, wenn Sie mal kurz mitkommen. Wir haben hier vorne auf 329 einen kleineren Bunker. Von dort aus sind mehrere Truppen mit Raketenwerfern und ähnlichem MGs in Richtung Sirta vorgedrungen und haben einige Männer von uns ausgeschaltet. Dort hinten im Rider auf... Ist bisher alles ruhig. Auf 300 haben wir einen Überlebenden. Okay, verstanden. Vielleicht sollte der besser zu uns vorstoßen, damit wir... Ja, das ist eine gute Idee. ...Sicherheit bieten können. Ja. Niklas mit Strider, bitte hier auf zu uns aufrücken kommen. Komme. Okay, Scharfschützentrupp, beobachtet mal das Dorf und den Randbereich. Denke, dass der Posten da drüben ausgehoben ist. Soweit. Verstanden. Melde auch, mein Nightstalker ist defekt. Warten Sie. Nehmen Sie meinen. Dankeschön. So, schnell noch bewaffnen. Da ist so ein Kuckchen drinne, natürlich. Mit dem ärgern wir noch nicht mal da rein, ich nehme mal keinen mit für den Fall, gell? Moment, weil der Inventar ziemlich voll ist. Jo, mach das. So, jetzt hier auf zwei Granaten. Natürlich keine Munition für die G36 angepackt. Ach, scheiße. Willst du drin liegen eigentlich? Ja, es liegt keine drin. Aber 16 ist für meine Waffe. Ansonsten drin liegt eine Hacke für 16, kann ich dir empfehlen, hier rein, Vita. Ah, ich hab mein MG, glaube ich, liegt noch drüben bei meiner Leiche. Wir können vorne über den Turm fahren, von hier aus. Das wäre ganz gut. Hier, ihr Nightstalker zurück, ich hab da von den Verwundeten eins genommen. Achso, ich hab jetzt selber eins. Okay. Ja, ich würde als erstes mal sagen, Sicherung der Gefallenen. Scharfschützentrupp bleibt hier oben und gibt uns Feuerschutz. Und nachdem wir die Gefallenen geborgen haben, rücken wir dann mal aufs Dorf ein. Ich habe schon das Dogtag meines Kameraden geborgen. Okay, aber ich denke mal, auf der anderen Seite werden ja noch zwei Kameraden liegen. Ja. Restlichen Einheiten bei mir aufsitzen. Scharfschützentrupp bleibt hier. Jawohl. Fährst du wieder, Lukas? Jo, na klar. Fahr einfach da mal rüber. Also ich hoffe, die liegen dann noch und ich laufe im Lecky-3 rum. Aber egal. Als ich da war, lagen sie da noch. Problem, ich hab für die Kuchen, weil ich muss hab bei rechts, B, hab ich das... Muss mir rechts. Weil ich wollte nicht, würde den Bäumen durchheizen oder so. Aber denkt. Jetzt kann der Strider weil wir liegen. Also wir müssten... 3, form on me! Hier oben müssen die liegen, oder? Da, ja, da rechts liegt sie. Soll ich mit aussteigen? Sicher mal lieber, nicht dass da drüben noch was lebt. Okay. Aber leg mal mein Gewehr da rein. I need ammo.